Also herzlich willkommen zum Natur im Garten Gemeindewebinar. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Petra Hirner, ich bin Gemeindeberaterin für Natur im Garten, betreue das Industrieviertel. Und das heutige Thema ist wirklich ein sehr spannendes Thema. Es geht um zukunftsfähige Bäume, also Bäume, die auch mit den neuen Herausforderungen durch die Klimakrise, also extreme Trockenheit, zunehmende Hitze gut zurechtkommen. Da werden wir uns einige in der Praxis und im Porträt anschauen. Noch zur Info, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Sie können das eben 5 Tage lang nachschauen. Und wenn Sie sich für die nächste Gemeinde-Webinarreihe anmelden möchten, dann können Sie das jetzt auch schon tun. Ab Juli haben wir eine neue Webinarreihe. Der Kollege wird eben die Registrierung in den Chat stellen. Ja, Sie können im Chat auch jederzeit Fragen stellen, also bitte fleißig mitfragen. Sie können natürlich auch Erfahrungen teilen, bereichert so ein Webinar auch immer. Und ich werde jetzt einmal die erste Umfrage starten, dass wir sehen, ich sehe im Chat, tut sich schon ein bisschen was. Und daher starte ich jetzt einmal die erste Umfrage, damit ich weiß, wer mir gegenüber sitzt. Ich hoffe, Sie sehen die Umfrage schon. Also die Frage ist, was ist Ihre Funktion in der Gemeinde? Sind Sie Bürgermeisterin oder Bürgermeister, Mitglied im Gemeinderat, Mitarbeiter am Bauhof oder in der Stadtgärtnerei, Amtsleiter oder Mitarbeiterin, Mitarbeiter in der Verwaltung? Sind Sie von einem Verschönerungsverein oder einem ähnlichen Verein? Sind Sie Expertin zu dem Thema oder interessierte Bürgerin? Ich hoffe, Sie können die Umfrage sehen. Genau, bitte, bitte fleißig mitstimmen, weil es tut sich noch nichts in der Umfrage. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gestartet. Ja, ich lasse mal im Hintergrund laufen und starte nebenbei auch schon meine Präsentation. Sehe noch nichts, habe ich jetzt bekommen. Dann fange ich noch einmal an. Einen Moment. Polls, starten wir nochmal. Reset Poll, Start Poll. So, ich hoffe, jetzt funktioniert es. Jetzt habe ich die Umfrage noch einmal gestartet. Ich hoffe, jetzt müsste sie gehen. Gut, ich starte jedenfalls einmal meine Präsentation. Ja, das Thema heute sind zukunftsfähige Bäume in der Praxis und im Porträt. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Und ja, wie schon gesagt, Klima ändert sich. Wir haben in Österreich einen Temperaturanstieg von bereits 2 Grad. Und mit dieser Temperaturerwärmung ändern sich natürlich auch die Wachstumsbedingungen für die Bäume. Eben Hitze, Trockenheit, das halten nicht alle Bäume aus. Und wir schauen uns eben an, welche das aushalten. Ja, es ist, man kann es wirklich in fast jeder Gemeinde, in jeder Stadt beobachten, dass unsere Straßenbäume oder viele unserer Straßenbäume, die zum Teil wirklich auch nur aus 5, 6 Baumarten bestehen, massiv unter der Hitze und unter der Trockenheit leiden. Die kommen eben zunehmend schlechter mit diesen neuen Bedingungen zurecht. Eben Spitzahorn, Bergahorn, Sommerlinde, Winterlinde, Rosskastanie, die waren wirklich jahrzehntelang. Unsere Brotbäume haben einfach gut funktioniert, aber wir sehen zunehmend, dass sie an gewissen Standorten eben mit so extremen Herausforderungen nicht zurechtkommen, wirklich massiv leiden und dann auch absterben, sehr frühzeitig zum Teil absterben. Ja, die Konsequenz daraus ist, wir brauchen einen Wandel in der Baumartenwahl und da richtet sich eben der Blick jetzt in Gegenden oder in Regionen, wo es einfach viel wärmer ist oder viel trockener ist. Also der Blick richtet sich Richtung Süden, Südosten, auch Richtung Balkan. Da wird geschaut, okay, welche Bäume kommen dort schon mit diesen Bedingungen zurecht, die wir nun auch haben, beziehungsweise die uns vielleicht in Zukunft noch erwarten.
Ja, welche Eigenschaften sollten diese Bäume im besten Fall haben? Eben die Trockenstresstoleranz, weil die Trockenphasen immer länger werden. Also die Bäume sollten wirklich gut mit Trockenheit zurechtkommen. Hitzeverträglichkeit, das ist vor allem auch bei der Straße ein Thema, weil ich starke Abstrahlung habe und da habe ich noch einmal viel höhere Temperaturen. Sie sollten aber trotzdem natürlich frosthart sein. Also ich kann jetzt nicht alles eins zu eins aus dem Süden übernehmen, weil wir haben ja doch noch kalte, strenge Winter. Also sie müssen auch frosthart sein. Im besten Fall wenig krankheits- und schädlingsanfällig. Natürlich sollten sie möglichst anspruchslos geringe Standortansprüche haben. Und im Straßenraum brauche ich auch eine geeignete Wuchsform. Da haben wir eben das Lichtraumprofil, was wir füllen müssen. Und von dem her muss man es auch aufasten. Also hier brauche ich auch eine bestimmte Wuchsform. Das heißt, viele Faktoren, die eben Zukunftsbäume erfüllen müssen. Welche Bäume sind jetzt geeignet? Ja, es gibt wirklich viele Leute, die sich schon sehr lange und sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das sind eben Universitäten, Stadtgartenamtsleiter, Baumschulisten und so weiter. Die machen Beobachtungen, machen Forschungen, bewerten und so weiter. Es gibt auch eben ein tolles Forschungsprojekt, das Projekt Stadtgrün, wo eben auch ganz viele unterschiedliche Bäume an unterschiedlichen Standorten in Bayern gesetzt wurden und bewertet werden seit vielen, vielen Jahren. Und dieses Wissen der unterschiedlichen Experten fließt auch in unterschiedliche Listen. Die bekannteste Liste ist die GALG-Liste, steht für Gartenamtsleiterkonferenz. Die finden Sie auch gratis im Internet zum Downloaden, ist eine sehr umfangreiche Seite. Oder Liste sind an die 170 Baumarten drinnen, die eben empfehlenswert sind, mit Vor- und Nachteilen jeweils, wird alles genau beschrieben. Und seit letztem Jahr gibt es auch die Zukunftsbäume für die Stadt, diese Broschüre, die Sie eben auf der Folie sehen. Und da haben Sie aus diesen 170 Baumarten, die es zu empfehlen oder die zu empfehlen sind, haben Sie so wirklich die Top 65 nochmal rausgeholt, wirklich gut beschrieben, auch mit Fotos. Also auch diese Broschüre gibt es gratis im Internet, Zukunftsbäume für die Stadt, eine sehr empfehlenswerte Broschüre. Ja, und jetzt kann ich natürlich den einen oder anderen verstehen, der sagt, naja, 170 Baumarten oder selbst 65 Baumarten sind schon sehr viel und ich brauche in Wirklichkeit nur einen oder zwei, drei Baumarten, wo ich weiß, die funktionieren und die setze ich in der Gemeinde. Das ist natürlich nachvollziehbar, so ein Gedanke. Aber es ist nicht sinnvoll und auch nicht zielführend, dass man wirklich nur auf ein paar wenige Baumarten setzt. Vor allem, weil es auch den einen zukunftsfähigen Stadtbaum, der alles Mögliche abdeckt, den ich wirklich überall setzen kann, nicht gibt. Also die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau gibt es auch unter den Stadtbäumen oder Straßenbäumen, unter den Zukunftsbäumen nicht. Warum nicht? Weil Bäume sollen ja standortgerecht gesetzt werden. Und jetzt allein in Niederösterreich haben wir schon sehr unterschiedliche klimatische Verhältnisse. Es macht allein Niederösterreich wirklich schon einen großen Unterschied, also ob ich aus dem pannonischen Raum bin, der sehr heiß ist, sehr trocken, wo ich milde Winter habe, oder vielleicht aus einer rauen Hochlagengegend im Mostviertel, wo es viel kühler ist, wo ich viel Schnee habe, wo ich lange kalte Winter nach wie vor habe. Auch die Bodenverhältnisse, bin ich im Waldviertel, dann habe ich in der böhmischen Masse, dann habe ich einen sauren Boden oder bin ich im Donauraum, dann habe ich einen sehr sandigen Boden. Auch das gilt es natürlich zu berücksichtigen. Der Niederschlag, da haben wir große Unterschiede. Eben im Weinviertel haben wir ganz wenig Niederschlag. Im Mostviertel gibt es nur Gegenden, wo wir sehr, sehr viel Niederschlag haben. Wind ist natürlich ein Thema. Wie schaut es hier aus? Ist da irgendeine Kaltluftschneise? Ist dort sehr windig? Muss der Baum windfest sein? Also, und den einen Baum, den ich dann wirklich in ganz Niederösterreich in jeder Gemeinde setzen kann, gibt es eben nicht. Zu diesen Standortfaktoren, die enorm wichtig sind für die Entwicklung der Bäume, dass man die eben auch berücksichtigt und entsprechend wählt, kommen aber noch weitere Faktoren dazu, eben wie die Größe, wie viel Platz habe ich für den Baum, wie groß darf der werden, kann das wirklich ein großer, schöner Straßenbaum werden oder ist das eine schmale Straße und
darf der sich nur eben sehr klein oder soll er nur sehr klein bleiben? Ja, wie ist eben die Wuchsform auch von der Krone jetzt wieder her? Ist es eine Säulenform oder eine kegelförmige Krone? Wie schaut es eigentlich mit Wurzelraum aus? Habe ich da einen sehr beengten Wurzelraum oder habe ich einen großen Wurzelraum? Dann kann ich auch größere Bäume setzen. Wenn mein Wurzelraum je größer, desto besser gilt in jedem Fall. Auch die Funktion der Bäume, soll das jetzt ein Schattenspender sein? Oder einfach einer Lehbaum sollte aber eine lichte Krone haben, weil ich davor ein Haus habe, die jetzt keinen Schatten wollen. Wie schaut das Umfeld vom Baum aus? Habe ich da vielleicht Glasfassaden, die die Sonnenlicht reflektieren? Die Ökologie spielt natürlich mit, verwende ich Bäume, die einen ökologischen Wert haben, was wir von Natur im Garten immer sehr empfehlen und sehr begrüßen. Und auch die Optik, ist es ein Baum, der auch einen Zierwert haben soll, wie schaut es aus mit Blüte, Fruchtschmuck und so weiter. Also Sie sehen, es gibt hier viele Faktoren, die es zu beachten gilt. Also ein Baum ist wirklich mehr als ein Punkt auf einem Plan. Und ein weiterer Punkt, der dazukommt bei der Auswahl, ist, wo steht der Baum, wo wird er gesetzt? Steht er im Siedlungsgebiet oder in der freien Natur? Warum ist es wichtig? Weil es gibt seit 1. Jänner 2022 ein neues Gesetz, das ist das also im Rahmen des niederösterreichischen Naturschutzgesetzes. Und das besagt, dass das Ausbringen von Pflanzen gebietsfremder Arten in der freien Natur verboten ist. Das betrifft jetzt nicht nur die Bäume, aber ich habe es drinnen, weil eben auch Bäume gemein sind, aber nicht nur Bäume. Und wenn Sie jetzt Bäume außerhalb vom Siedlungsgebiet, außerhalb vom Gemeindegebiet setzen, dann müssen das eben heimische Arten sein. Ist sehr sinnvoll, dieses Gesetz, weil da geht es eben um eine Florenverfälschung, aber das eben bitte auch berücksichtigen. Ja, und damit Sie von diesen vielen Arten, die es gibt und auch diese vielen Faktoren, an die man denken soll, die es zu berücksichtigen gilt, den richtigen Baum auswählen, haben wir eben den Baumnavigator entwickelt oder programmieren lassen. Das ist wirklich so eine Entscheidungshilfe für die richtige Baumartenwahl. Das gibt es eben für den Privatgartenbereich, aber auch für den öffentlichen Raum. Und da kann man sie eben mit vielen Filterfunktionen durchklicken und bekommt dann eben entsprechende Bäume, also Arten und Sorten vorgeschlagen. www.willbaumhaben.at kann ich sehr empfehlen. Und so schaut es dann aus in etwa. Da links sieht man eben so eine Schnellauswahl. Da kann ich zum Beispiel Klimafit angeben oder eben Straßenbaum, Parkbaum, Alleebaum und so weiter. Und dann in der Detailauswahl kann ich eben diese Faktoren, die ich zuerst genannt habe, von wegen Höhe, Wuchsform, Lichtansprüche, Frosthärte und so weiter, kann man hier nochmal extra anklicken. Und dann kriegt man gute Empfehlungen für den eigenen Garten oder auch natürlich für die eigene Gemeinde. Ja, an der Stelle möchte ich auch die geförderte Gestaltungsberatung erwähnen. Wir haben eben Planerinnen von Natur im Garten, die jetzt in Niederösterreich in die Gemeinden kommen. Das ist gefördert pro Einheit 125 Euro. Und das kann man natürlich auch bei neuen Baumpflanzungen in Anspruch nehmen, dass da wirklich eine Expertin von uns zu Ihnen kommt, den Standort beurteilt und dann eben sagt, ja, hier können Sie diesen Baum setzen. Also eben, weil es ja, gilt viel zu berücksichtigen und es ist viel mehr als ein Punkt auf einem Plan. Ja, und bei allen oder bei den Bäumen, die Sie auswählen, achten Sie auch immer auf eine Vielfalt. Also dann wir jetzt nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, wo wir eben die letzten Jahrzehnte auf 5, 6 Baumarten gesetzt haben, die jetzt eben zunehmend schwächeln oder eben total ausfallen, wie eine Esche zum Beispiel wegen einem Eschentrieb sterben, sondern wir brauchen wirklich das gesamte Sortiment an Zukunftsbäumen, um unsere Städte und Gemeinden klimarobust zu gestalten. Ja, da gibt es auch Zahlen, dass man sagt, 20% mehr von einer Gattung, das wäre zum Beispiel Ahorn, und dann nicht mehr als 10% von einer Art, das wäre dann der Feldahorn, wenn man das so ungefähr im Kopf hat. Und ein schönes Beispiel einer Allee der Zukunft ist eben in Tholen, vielleicht werden es einige kennen, das ist bei der Zufahrt zu Garten Tholen zwischen dem 1. und dem 2. Parkplatz, ist eben frei zugänglich und da haben wir eben eine Allee mit über 40 klimafitten Bäumen gesetzt,
die auch beschriftet sind. Da kann man sich eben anschauen, ja, wie wachsen die, wie entwickeln sich die und so, weil es immer was anderes, wenn man den Baum einmal in echt sieht. Ja, und bevor ich jetzt mit den zukunftsfähigen Baumarten starte, ich möchte Ihnen jetzt natürlich auch eine Auswahl präsentieren. Schaue ich mal, ob es Fragen gibt im Chat. Nein, gibt es noch nicht. Dann schaue ich mal, ob das mit der Umfrage funktioniert hat. Ja, hat funktioniert. Dann werde ich jetzt auch noch kurz die Umfrage auflösen. Also wir haben 2% Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen hier. Herzlich willkommen. 5% sind aus dem Gemeinderat. 23% Mitarbeiter aus dem Bauhof. Freut mich sehr, dass der Bauhof auch mit dabei ist. 5% Amtsleiter oder Mitarbeiterinnen in der Verwaltung. 10% von einem Verschönerungsverein. 28% Expertinnen zu dem Thema, also der Großteil heute sind Expertinnen und 22% interessierte Bürgerinnen. Auch Sie recht herzlich, möchte ich Sie recht herzlich willkommen heißen. Gut, dann werde ich diese Umfrage beenden und starte auch schon die neue Umfrage. Ich hoffe, es funktioniert. Und zwar, leiden die Bäume in Ihrer Gemeinde unter den Folgen des Klimawandels? Können Sie das bereits beobachten? Nein, derzeit nicht. Ja, ein paar bestimmte Arten. Oder ja, weniger als die Hälfte des Baumbestands. Oder ja, mehr als die Hälfte des Baumbestands. Ich hoffe, es funktioniert. Bitte fleißig mit abstimmen. Ich schaue mal, ob es Fragen gibt. Nein, sind keine. Dann gehe ich weiter mit der Auswahl zukunftsfähiger Baumarten. Und wie gesagt, es gibt ja eine große Vielzahl von Baumarten, die möglich sind. Ich habe es jetzt einmal so ein bisschen aufgeteilt in Straßenbäume und Parkbäume und möchte mit den Straßenbäumen beginnen. Straßenbäume sind ja wirklich die ganz große Herausforderung, weil der Standort Straße ist sowieso schon mal ein Extremstandort. Die Klimakrise verschärft diesen Standort noch und ja, die großen Herausforderungen sind, ihr habt meistens viel zu wenig Platz entlang der Straße, die Baumgruben und Baumscheiben sind meistens viel zu klein, dann habe ich oft einen verdichteten Boden drinnen. Ich habe hohe Temperaturen, oft extrem hohe Temperaturen, weil die Häuser, die Fassaden abstrahlen, also da habe ich wirkliche Hitzeinseln, wo Bäume dann oft stehen. Ich habe eine schlechte Wasserversorgung. Ich habe im Winter die Belastung durch Streusalz und im Straßenraum brauche ich eben auch das Lichtraumprofil. Das heißt, hier bin ich auch etwas eingeschränkt. Und meine Auswahl, die ich Ihnen heute präsentieren möchte, da habe ich den Fokus mal darauf gelegt, welche Bäume haben einen ökologischen Wert, dass man eben hier drauf schaut, dass man sich nicht nur Richtung Asien, Richtung Amerika orientiert, sondern welche Bäume mit einem hohen ökologischen Wert vertragen diesen Standort und welche Bäume gibt es auch in den heimischen Qualitätsbaumschulen. Ich brauche jetzt nicht irgendwelche Bäume vorstellen, die man dann sowieso nicht zu kaufen kriegt. Also ich habe mir auch so ein bisschen auf das, also natürlich das berücksichtigt, dass man schaut, okay, welche Bäume bekommt man. Gut, dann starte ich mit dem Azacanthestre Feldahorn. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Bergahorn und Spitzahorn leiden zunehmend unter diesen Bedingungen. Der Feldahorn hingegen kommt sehr gut damit zurecht. Das ist eben ein heimischer Baum, ist ein mittelgroßer Baum, wird so bis zu 15 Meter hoch, ist eben sehr trockenheitsverträglich, sehr windfest, ist auch extrem frosthart. Also den kann man wirklich überall setzen, auch in den rauesten Lagen im Mostviertel. Ist extrem ökologisch wertvoll, ist immer wichtige Nektar- und Raupenfutterpflanze, Brutgehölz, ist wirklich so ein Allrounder, der alles kann. Also der ist wirklich robust und zäh und den kann man gut einsetzen. Von der Krone her hat er ein bisschen eine lockere, ausladende Krone und es gibt aber dann auch immer so gärtnerische Zuchtformen wie den Azacanthestre Elsrick, der hat dann zum Beispiel eine schmalere Krone
oder eben Green Column, Arzt Campestre Green Column, der hat eben dann auch so säulenförmige Krone. Also man kann hier mit Zuchtformen auch den Wuchs beeinflussen. Ja, hier sehen Sie ein Bild von einer klassischen Verwendung vom Feldahorn entlang der Straße. Und der wird wirklich eben aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften wird er sehr oft gesetzt und ist wirklich ein schöner, robuster Straßenbaum und ist auch überraschend salzverträglich. Ja, ein weiterer Ahorn ist der französische Ahorn. Der kommt eben, wie der Name schon sagt, aus Südeuropa, ist ein bisschen kleiner als der Feldahorn. Also der ist 5 bis 8 Meter. Ist wirklich trockenheitsverträglich, sehr wärmeliebend, ist nicht ganz so frostfest wie der Feldahorn. Das gilt dann eben in raueren Lagen oder im Mostviertel, Waldviertel immer zu beachten, wie frosthart ist der. Das haben wir jetzt bei minus 23 Grad. Und ja, teilweise bei Jungbäumen, wenn der in rauen Lagen gesetzt wird, kommt es zu Frostschäden, aber im Weinbauklima zum Beispiel funktioniert der super, ist auch sehr ökologisch wertvoll. Anderer Ahorn wäre dann nur der Acer Bürgerianum, der ist dann wieder ein bisschen größer und hat zum Beispiel auch eine wunderschöne Herbstfärbung, funktioniert auch sehr gut, ist eben auch sehr trocken und hitzeverträglich. Hier sehen wir eben einen Acer Mons Bessulanum, einen französischen Ahorn als Schattenbaum auf dem Spielplatz. Hat eben auch wirklich eine sehr schöne kugelige Krone und ja, ist wirklich auch ein super Baum. Wird in Wien schon sehr, sehr viel gesetzt, der französische Ahorn. Ja, weiter geht's mit den Hainbuchen. Die sind ja heimisch, aber hier geht es um die Zuchtform, Cabinus betulus fastigiata, die Pyramidenhainbuche. Die wird sehr oft aufgrund ihrer Wuchseigenschaften oder ihrer Wuchsform gesetzt, weil die hat eine sehr schmale Krone, sehr kegelförmig, hat aber trotzdem, ist kein Säulenbaum, macht trotzdem eine sehr schöne Krone, braucht aber wenig Platz. Also ist sehr platzsparend, ist super trockenheitsverträglich, auch sehr windfest, enorm frosthart und ja, anspruchslos, toleriert die meisten Böden, kann auch im Schatten oder bis im Halbschatten gesetzt werden, eignet sich auch für Kübel und Container zum Beispiel und ist wirklich ein gut erprobter Straßenbaum. Hier ein Beispiel aus Baden. Da sehen Sie eben dreimal die Cabinus betulus fastiguata mit, wo einfach wenig Platz zwischen Straße und Häusern ist und wo vielleicht der andere Baum keinen Platz hat. Die Hainbuche kann man hier gut setzen. Ja, weiter geht's mit den Linden. Ja, auch Sommerlinde und Winterlinde haben es manchmal schwer, wirklich, also ich spreche dann vom Extremstandort Straße, aber eine Linde, auf die wirklich Verlass ist, die das kann, ist die Tilia tomentosa Brabant, die Silberlinde. Die kommt aus Südosteuropa, ist aber eben in dem Fall auch eine Zuchtform. Die wird sehr hoch, ist wirklich ein sehr großer Baum, wird eben bis zu 25 Meter, mag sehr sonnig, ist sehr wärmeliebend und auch wirklich frosthart. Also die geht auch bis minus 29 Grad, die kann man auch wieder überall in allen Lagen setzen, weil sie sehr frostfest ist. Es gibt dann hier auch unterschiedliche Lindenarten noch, die Tilia cordata greenspire, die ist ein bisschen kleiner. Also bei den Linden gibt es eben auch eine Vielfalt. Hier sehen Sie jetzt die Tilia tomentosa Brabant. Draußen in den Gemeinden sieht man schon sehr häufig, wird auch oft gesetzt, braucht halt Platz. Also wenn der Platz da ist, dann kann man die gut setzen. Und man kennt sie jetzt im Sommer sehr leicht, weil die hat so eine silberne Blattunterseite. Und wenn es heiß ist, dann dreht die ihre Blätter, damit die silberne Fläche oben ist, damit sie das Sonnenlicht reflektieren kann. Und dadurch hat sie dadurch verdunstet sie weniger Wasser. Das ist ein Verdunstungsschutz. Und das sieht man sehr häufig. Also und daran kann man sie dann auch sehr, sehr leicht erkennen. Aber ein schöner, schöner Straßenbaum, schöner Alleebaum und auch ein super Schattenspender.
Ja, ebenfalls toller Alleebaum, ein großer Baum, ein heimischer Baum ist die Zerreiche, Quercus zerris. Ja, die ist wirklich robust und zäh, wird eben auch sehr hoch, bis 30 Meter, ist sehr hitze- und trockenheitsresistent, kommt ja auch bei uns in trockenen Wäldern vor. Dort ist sie heimisch eher im Süden. Die Literatur sagt bei der Frosthärte nur bis minus 20 Grad. Die Praxis allerdings hat gezeigt, dass sie viel mehr aushält. Also ja, sonst würden einige, glaube ich, nicht mehr leben, die ich kenne. Ja, Eichen sind enorm ökologisch wertvoll. Sie sind ein wichtiges Brutgehölz, Früchte für ganz viele Tiere, eben natürlich die Eicheln und auch ein Raupenfutter. Ich möchte hier auf den Eichenprozessionsspinner hinweisen. Das ist natürlich ein Thema bei den Eichen, wobei die Zerreiche nicht so betroffen ist wie andere Eichenarten. Also da sind andere Eichenarten wirklich massiver betroffen. Aber ich möchte fairerweise natürlich darauf hinweisen. Ja, ein weiterer Baum, ich glaube, das ist der Straßenbaum, der im Moment am häufigsten gesetzt wird, ist der Celtis australis, südlicher Zirkelbaum. Er kommt nicht, wie der Name vermuten lässt, aus Australien, sondern aus Südeuropa. Den kann man zum Beispiel, wenn man in Italien im Karst von Triest, wenn man dort ist, kann man am Naturstandort sehen. Also der kommt wirklich an ganz kargen, auch windigen Standorten vor, ist daher auch sehr windfest, ist völlig anspruchslos, wird auch ein großer Baum, eben bis 25 Meter, wächst sehr langsam und hat eben auch als sehr ausladende Krone. In Wien ist es der Straßenbaum, der im Moment wirklich am allerhäufigsten gesetzt wird. Ja, aufgrund der ausladenden Krone muss man halt schauen, dass man das Lichtraumprofil auch entsprechend hinbekommt, aber es ist wirklich sehr anspruchslos. Hier ein Beispiel von einer Zirkelbaumallee, auch wieder in Baden. Ich habe ja meinen Bürostandort in Baden, deswegen habe ich hier jetzt auch viele Bilder von Baden. Ja, das ist eine Zirkelbaumallee mitten im Zentrum von Baden. Ja, wirklich wunderschön, hat also wirklich so ein saftiges Grün, ist ja ein sehr, sehr schöner Baum und funktioniert wunderbar im windfest und auch extrem anspruchslos. Ja, einen Baum, den man vielleicht auch vom Urlaub kennt, ist die Blumenesche in Italien oder eben auch Mahnaesche, Fraxinus ornus. In Italien ist er in manchen Regionen ja ganz typisch, da verkaufen sie dann auch so Mahna-Produkte. Es ist eben die Blumenesche, kommt aus Südeuropa. Unsere heimische Esche, die Fraxinus excelsior, fällt ja total aus wegen einem Eschentriebsterben, habe ich eh schon eingangs erwähnt. Die Blumenesche ist nicht betroffen vom Eschentriebsterben. Sie ist extrem hitze- und trockenheitsverträglich, ist langsam wachsend, aber hat extrem schöne Blüten. Also die hat da wirklich einen sehr schönen Zierwert, ist auch eine Nektarpflanze für die Bienen, die freuen sich. Ja, ein wertvolles Brutgehölz. Aber eben eher fürs Weinbauklima, weil die ist jetzt von der Frosthärte her, geht sie nur bis minus 18 Grad, da wäre eben in den Tieflagen irgendwo Mostviertel oder im Waldviertel ein bisschen vorsichtig, geht bis minus 18 Grad, aber eben im Weinbauklima ist das ein super Baum. Hier sieht man es draußen in der Praxis, also ja, ein wunderschöner Blütenschmuck und da summt's und brummt's, wenn die blüht. Ja, ein sehr dekorativer Baum, eben mittelgroß ungefähr. Ja, jetzt gehen wir Richtung Asien. Die Blasenesche oder Blasenbaum ist eben nicht verwandt mit der Esche, Colroteria paniculata, kommt eben aus Ostasien, ist eher ein kleiner Baum, ist ein Sommerblüher, der blüht jetzt zur Zeit, hat sehr schöne Blüten, hat dann auch auffallende Fruchtstände, so wie Lampions schauen die aus. Und ist eben auch wirklich ein sehr, sehr robuster Baum, sehr trockenheitsverträglich, ja, auch salzverträglich, ist aber nur bis minus 18 Grad, auch wieder Frost hat. Also hier würde ich ebenfalls, ja, den eher fürs Weinbauklima empfehlen. Der japanische Schnurbaum ist,
Ja, der ist nicht nur hitze- und trockenheitsverträglich, da sagt man, der ist wirklich industriefest. Das heißt, der hält wirklich so ziemlich alles aus, kann man auch in innerstädtischen Hitzeinseln setzen. Ja, ist frosthart bis minus 20 Grad. Ist ein schöner Baum, eben auch, wird auch recht groß, wieder bis 20 Meter, sehr anspruchslos und eben auch sehr ökologisch wertvoll, vor allem für die Hummeln. Und ist auch ein Sommerblüher, aber wirklich industriefest. Das heißt, der ist wirklich ja, robust und zäh. Und hier wieder ein schönes Beispiel von einer Schnurbaumallee in Baden. Die ist ja vor ungefähr 20 Jahren gesetzt worden. Das ist bei einer Stadteinfahrt in Baden, wo links und rechts Industriegebiete sind. Das war eigentlich nie so eine schöne, optisch schöne Stadteinfahrt. Dann hat man eben diese Schnurbaumallee gesetzt und jetzt hat man wirklich so ein grünes, einladendes Tor in die Stadt hinein. Also wirklich eine gelungene Allee. Der Thomas Roth, der Gehölzkundeprofessor von Schönbrunn, hat einmal gesagt, das ist die schönste Schnurbaumallee, die er kennt in Österreich. Ja, überdeckt die Straße auch schön, macht den Straßenraum schön zu, ist ein toller Schattenspender und ja, auch gut fürs Lichtraumprofil geeignet. Ebenfalls ein sehr großer Baum ist die Kleditschie, ist auch sehr hitze- und trockenheitsverträglich, auch sehr salzverträglich, eignet sich eben auch wunderbar als Straßenbaum, hat auch eine lichte Krone. Wenn das Licht ein Thema ist, dass die Bewohner sagen, ja, sie wollen da keinen Baum, sie wollen auf keinen Fall einen Schatten. Eine Kleditschie macht einen sehr lichten Schatten, eben hat ein sehr ein feines Laub, hat eine sehr lichte Krone, ist bis minus 23 Grad frosthart, wirklich sehr anpassungsfähig, auch ökologisch interessant. Aber bitte unbedingt darauf achten, wenn Sie eine Kleditschie nehmen, dass Sie eine Dornenlose nehmen, das auch bitte gleich immer in die Ausschreibung reinschreiben. Ja, sie kommt aus Nordamerika, ist jetzt auch kein heimischer Baum und diese Kleditschie triacanthus, in dem Fall ist die Skyline, ist auch eine Zuchtform, eben eine Dornenlose, aber ein wirklich sehr schöner ja, Straßenbaum. Und der bekannteste Vertreter oder die bekannteste Allee, Kleditschienallee in Österreich ist wahrscheinlich die auf der Mariahilferstraße, werden wahrscheinlich alle kennen. Die kann man auch sehr hoch aufasten. Hier sieht man eben das lichte Laub, weil das auf der Mariahilferstraße damals auch ein Thema war, dass die Geschäftsbetreiber gesagt haben, sie wollen keinen Baum, der ihnen dann irgendwie den Schriftzug verdeckt und sie wollen gesehen werden. Aber mit der Kleditsche ist es wunderbar gelöst worden und beschattet eben die Straße und macht aber nur einen lichten Schatten. Also hier wirklich ein ja, sehr, sehr gelungenes Beispiel von einer Kleditschienallee. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen auch noch ein paar trockenheitsverträgliche Parkbäume vorstellen. In einem Park hat man ja viel bessere Wachstumsbedingungen als entlang der Straße. Das heißt, da kann ich auch wirklich noch viele Bäume setzen, die auf der Straße oder am Straßenrand nicht mehr funktionieren. Dennoch möchte ich Ihnen trockenheitsverträgliche heimische Parkbäume vorstellen, die eben auch enorm viel können, die oft die Exoten in den Schatten stellen und dass man eben auch wieder mehr heimische Arten setzt in den Gemeinden, weil gerade auch Parkanlagen im dicht verbauten Siedlungsgebiet oder nur bepflanzte Restflächen, Miniparks, sind oft wichtige Rückzugsräume für unsere Tierwelt, sind oft die ja, unverzichtbare Lebensräume und da ist es schön, wenn man die auch wirklich nutzt, um die ökologisch aufzuwerten und das kann man immer am besten mit heimischen Arten. Und in einem Park habe ich auch weniger das Fruchtfallthema als auf der Straße. Das heißt, im Park kann ich auch Bäume setzen, die eben einen schönen Fruchtschmuck tragen, der dann aber auch gleich wieder Nahrung für viele Vögel ist. Und zwei schöne Bäume, die ich Ihnen empfehlen möchte, im Sorbus-Arten, wäre zum Beispiel der Speierling. Als sehr trockenheitsverträglicher Baum oder eben die heimische Mehlbeere, die Sorbus aria, sind zwei wirklich sehr ökologisch wertvolle Bäume, ja, aus Brutgehölz, aus Vogelnährgehölz, Bienenweide, also wirklich sehr interessant und schaffen für viele Tiere
Nahrung oder auch an Lebensraum. Ja, auch die Felsenbirne ist ein sehr trockenheitsverträglicher Baum. Der hat eine wunderschöne Blüte, blüht sehr zeitig. Dann essbare Früchte, schauen aus wie so kleine Heidelbeeren, auch eine wunderschöne Herbstfärbung. Kennt man vielleicht eher als Strauch, gibt es aber auch als Baumform. Manchmal sieht man es auch schon entlang der Straße, also wird auch schon als Stadtbaum verwendet. Manchmal ist es schwierig aufgrund der Größe, weil er doch recht klein ist, dass man dann das Lichtraumprofil hinbekommt, aber ist wirklich ein sehr trockenheitsverträglicher Baum, ökologisch wertvoll, wirklich schön. Und wenn Sie als Strauch vielleicht im Park irgendwo setzen, achten Sie darauf, dass Sie den heimischen nehmen, die Amelanchier ovalis. Wäre es dann in dem Fall aus Baumform, gibt es meines Wissens noch nicht von der heimischen Art. Genau, da wäre dann, glaube ich, die kanadische Art, aber eben, wenn Sie es als Strauch setzen, dann die Amelanchier ovalis. Aber wirklich, ja, ein unglaublich wertvoller Baum. Und hier sieht man einen Kreisverkehr in Weidhofen, wo Sie eben die Felsenbirne gesetzt haben, wo das Lichtraumprofil, dadurch, dass es so nach innen gerückt ist, kein Thema ist. Also auch in Kreisverkehren kann man verwenden und ist wirklich ja, sehr dekorativ. Ja, dasselbe gilt für die Kornellkirsche, Cornus maas oder besser bekannt unter dem Dirndlstrauch. Viele kennen ihn als Strauch. Den gibt es aber auch aus Baumform, beziehungsweise man kann ihn auch aus Baum aufasten. Sieht man auch manchmal schon als Straßenbaum, ist eine Bereicherung für jeden Park, aber auch für jeden Garten. Eben eine wunderschöne Blüte, dekorative Früchte. Und gerade im Park kann ich ja dann auch Bäume setzen, die Früchte haben. Und das sollte man ja auch nutzen, damit die Vögel hier eine Nahrung finden. Ja, dasselbe gilt auch für den Weißdorn, ist auch eher als Strauch bekannt, aber auch den eingriffeligen Weißdorn gibt es als Baumform, kann man eben auch, es werden dann eh nicht so große Bäume, eignen sich auch für kleine Parkbereiche oder vielleicht oft für Begrünung von Restflächen, dass man hier wirklich wieder mehr heimische Arten setzt, ist ja unglaublich wichtiger Lebensraum für ganz viele Tiere und aufgrund der Dornen auch ein sehr geschützter Lebensraum für die Vögel. Ja, also hier wirklich Mut zur Vielfalt in der Gemeinde. Das war jetzt nur ganz eine kleine Auswahl. Auch wieder Mut zu mehr heimischen Arten. Und ich darf jetzt an der Stelle unseren Interviewpartner begrüßen, den Herrn Wanneck. Wir haben heute eine Gemeinde aus dem Weinviertel nämlich zu Gast. Und zwar die Gemeinde Groß-Enzersdorf aus dem Bezirk Gensandorf. Guten Tag, Herr Wanneck, schön, dass Sie hier sind. Ja, das Weinviertel ist ja eine besonders trockene Gegend in Niederösterreich. Der Herr Wanneck ist seit 13 Jahren Stadtrat in Groß-Enzersdorf und für Verkehrsangelegenheiten, Klimaschutz und Mobilität zuständig. Und seit 3 Jahren sind Sie auch Natur im Gartengemeinde, was uns sehr freut. Und ja, nun gleich meine erste Frage an Sie, Herr Wanneck. In Groß-Enzersdorf wurden in den letzten Jahren viele Bäume gesetzt. Worauf schauen Sie dabei besonders oder worauf wird in der Gemeinde besonders geachtet? Einen angenehmen Vormittag auch von meiner Seite. Wie gesagt, Groß-Enzersdorf liegt am westlichen Rande des Machfelds, also sehr trocken, sehr heiß. Das Thema Baum ist in der Gemeinde vor allem aufgepoppt, als wir vor einigen Jahren begonnen haben, einen Baumkataster anzulegen und nach der fachlichen Begutachtung an die 200 Bäume fällen mussten, weil also Gefahr im Verzug war. Man hat dann wieder rasch nachgepflanzt und vieles von den Nachpflanzungen ist dann in kürzester Zeit auch wieder kaputt gewesen. Also musste man handeln. Es war eigentlich der erste Schritt, Aufbau von Fachkompetenz. Also Mitarbeiter des Bauhofs zu Schulungen zu schicken, von Natur im Garten auch angeboten, bis dann hin eine eigene Abteilung Grüner Raum gegründet wurde im Bauhof unter der qualifizierten Leitung unseres Diplom-Ingenieurs Markus Tonner, also ein studierter Forstwirt. Also das war mir vom Know-how her, dann haben wir halt vor allem geachtet von lokalen Firmen, also nicht nur nach Billigsbieterprinzip, sondern wo die Pflanzen schon gewöhnt sind sozusagen an die klimatischen Umstände,
Kontrolle der Pflanzenware, also nicht einfach nur am Bauhof abladen und alles nehmen. Wir sind von 10, 12 Umfang auf 14, 16 Umfang gegangen. Die sind natürlich etwas teurer, diese Pflanzen, aber es rechnet sich dann, wenn einfach da viel mehr überleben, wenn es weniger Ausfälle gibt. Dann ist natürlich das Thema auch, ausreichende Pflanzgruben zu schaffen, also mit plus 20% mindestens Luftraum noch um den Ballen herum, dass man mit entsprechenden Baumsubstraten arbeitet, also Mischung aus Erde, Kompost, Sand, Ziegelsplit, und dass man dann teilweise auch Pflanzungen durch Firmen durchführen lässt, fachkundig, wo man mit eigenem Personal nicht auskommt, also nicht husch-pfusch irgendwas pflanzen, sondern auf Qualität achten. Super, ja, na, klingt wunderbar. Welche Baumarten werden jetzt aber konkret gesetzt bei Ihnen oder was setzen Sie? Ja, ich wiederhole jetzt vielleicht ein bisschen schon vom Vortrag. Wichtig ist natürlich die Trockenheit der Zeitresidenz und dass wir auch auf Vielfalt setzen, damit man eben bei Schädlingsbefall zum Beispiel nicht gern Totalausfall dann zu verzeichnen hat. Natürlich auf die heimischen Gehölze und wie gesagt, da landet man dann halt eh bei den Großbäumen unweigerlich beim Feldahorn, bei der Linde, also wir haben da konkret Silberlinde und Winterlinde, Zürtelbaum und diese Kleditschie von den Großbäumen her. Bei den Kleinbäumen da ist es der Blasenbaum, der Apfeldorn, die Mehlbeere und die Kanelkirsche, die wir da verwenden. Schön, ja. Und Sie haben es eh schon kurz erwähnt, aber damit sich Bäume ja langfristig gut entwickeln, ist ja die Pflege enorm wichtig. Und wie schaut dann bei Ihnen die Jungbaumpflege aus? Wer kümmert sich um die Bäume? Ja, wie gesagt, um mich da wieder zu wiederholen, wir haben also eben diese Mitarbeiter besser geschult oder überhaupt halt einmal geschult, damit über die Kriterien der Begutachtung der gepflanzten Jungbäume, der Schnitt, dann, dass also die ersten zwei Jahre auch immer wieder die Anbindung kontrolliert wird, dass ein vernünftiger Erziehungsschnitt gemacht wird, der eine Kronenentwicklung fördert, dass man dann nicht im Nachhinein durch brutales Schaffen der Lichter und Profile den Baum wieder gefährdet. Dann circa 3 bis 5 Jahre lang das Gießen ist natürlich speziell auch bei uns ein großes Thema. Bei Bedarf verwenden wir dann auch Gießsäcke oder experimentieren jetzt auch mit Baumpatenschaften, also dass man den Anrainer sozusagen ersucht, dass er dann aber wirklich konsequent den Jungbaum auch gießt. Also Grundsatz, wenn 10 Tage kein Regen gefallen ist, ist auf jeden Fall zu gießen, beziehungsweise 75 Liter pro Woche sollte pro Baum Wasser zugeführt werden. Ja, na, enorm wichtig natürlich eben Jungbaumpflege und das Gießen. Und was mich jetzt aber speziell noch interessiert, weil Sie sind ja auch für die Mobilität zuständig in der Gemeinde. Und welche Herausforderungen haben Sie in der Gemeinde so im Spannungsfeld Verkehr, Bäume, Baumstandorte? Weil das ist ja oft ein großes Spannungsfeld auch. Naja, vor allem, weil der Platz meistens knapp ist und dann oft vorgesehene Grünflächen durch Parkende verdichtet werden. Wir haben da ein bisschen weiter im Bild. Ja. So der Klassiker, wo dann hineingefahren wird, beziehungsweise bis zu ganz kreativer Gestaltung von Anrainern im öffentlichen Raum. Also das musste natürlich dann wieder entfernt werden, weil ich kann nicht anfangen zu pflastern im öffentlichen Raum. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein Projekt dann mit klimafitten Straßen, wo wir dann, nehmen wir das nächste Bild, wo wir dann eben durch Staudenbepflanzung, also das ist natürlich jetzt ein besonderes Beispiel, wo man auch durch diese Gestaltung mit den Steinen und entsprechend Versickerungsflächen das ganz qualitativ hochwertig gemacht hat. Das ist nicht überall möglich, aber durch Staudenbepflanzung signalisiert man dann doch den Autolenkern, dass man dort nicht hineinfährt in die Baumscheibe, in die Sehr schön schaut es aus, ja. Und Sie haben aber, glaube ich, noch viele spannende andere Baumprojekte. Können Sie uns da kurz noch einen Einblick geben, was so noch geplant ist oder was alles noch ansteht?
Wir haben den Stadtmauernpark, also zur Info, Großenzersdorf verfügt noch über eine weitgehend intakte Stadtmauer, die von einem Grünstreifen gesäumt ist. Da waren besonders viele Ausfälle dann im Zuge des Baumkatasters und da haben wir eben viele verschiedene Baumarten gesetzt, um zu testen, auch wie sich die dann bei Trockenheit verhalten. Also zusätzlich zu den erstgenannten haben wir dann noch den Ginkgo, die Maulbeere, die Stieleiche, die Elsbeere gepflanzt. Und dann haben wir noch den Stadtpark im Zentrum von Großenzersdorf. Der Name ist jetzt größer als der eigentliche Park, aber trotzdem haben wir es geschafft, eine Unzahl von verschiedenen Bäumen dort unterzubringen, einen Seidenbaum, Baumhasel, Trompetenbaum, einen Baumoleander, Mandelbaum, die immergrüne Magnolie, einen Mispel, einen Bienenfreund und auch einen Kirschbaum, wo man eben sagt, da diese Vielfalt sozusagen hier leben zu lassen im Stadtpark. Wie gesagt, die klimafitten Straßen ist dann eben auch ein Thema, wo man eben im Straßenraum auch Schatten und schaffen möchte und diese Bäume länger als nur ein paar Jahre zu erhalten durch entsprechende Maßnahmen. Und dann gibt noch dieses Zukunftsprojekt Wendehammer, das haben wir ganz kurz da gesehen, ein Luftbild, wo also eigentlich damals ein viel zu großer Wendehammer, das ist am Ende von einer Sackgasse, weil das sind dann Privatstraßen, die gebaut wurde, der jetzt also so als ein bisschen illegaler Parkplatz dient. Und da sollen einige Bäume gepflanzt werden, um Schatten zu spenden, einen Bunker aufzustellen, eine Bücherzelle, um den Bewohnern dort ein bisschen ein Zentrum, ein gekühltes Zentrum zu schaffen. Eine letzte Frage, weil wir auch schon sehr fortgeschritten sind mit der Zeit. Haben Sie noch irgendeinen Tipp für die zuhörenden Gemeinden, irgendeine Empfehlung vielleicht, die Sie mitgeben können? Also ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Es macht sich letztendlich bezahlt, weil wenn Sie dann Bäume sachunkundig pflanzen und die wieder eingehen, haben Sie Geld ausgegeben, müssen die Stunden der Mitarbeiter ja auch rechnen, die dann wieder ausgraben müssen. Also auf jeden Fall in die Ausbildung Mitarbeiter investieren. Mhm. Und eben Qualität statt Quantität ist die Aussage immer unseres Grünraumleiters. Der sagt, nicht 500 Bäume irgendwie husch-pfusch pflanzen und dann geht die Hälfte wieder davon ein, sondern lieber weniger, aber die dafür so, dass sie dann auch eine Zukunftschance haben. Und was ich auch noch, das ist jetzt so im Werden, wir haben eine Baumschutzverordnung herausgegeben, die also Baufirmen verpflichtet, nicht nur den Stamm zu schützen, wie das üblich ist, sondern auch den Wurzelraum von schweren Baufahrzeugen freizuhalten, damit es dazu keiner Verdichtung kommt. Grabarbeiten im Wurzelbereich von Bäumen nur händisch durchzuführen. Sag aber dazu, es ist halt nicht ganz leicht, das umzusetzen, weil das Bauamt sagt natürlich, ich kann nicht einen Mann ständig abstellen, der Baufirma auf die Finger schaut. Aber wie gesagt, das ist einmal ein Ansatz. Die Baufirmen bekommen das bei der Ausschreibung, diese Baumschutzverordnung auch vorgelegt und ist Bestandteil des Vertrags. Und wir hoffen also da auch Schäden vermeiden zu können. Großartig, sehr vorbildlich. Findet man diese Baumschutzverordnung von Ihnen vielleicht im Internet? Ist die irgendwie einsehbar für andere Gemeinden, so als Beispiel? Ich muss jetzt ad hoc sagen, ich weiß nicht, ob sie auf der Gemeinde-Homepage verfügbar ist, aber ich kann das anregen. Das wär spannend. Was die Stadt Wiener Neustadt hat auch Baumschutzverordnung, die findet man im Internet. Irgendwie, das ist immer gut für andere Gemeinden dann, aber es ist wirklich sehr, sehr vorbildlich. Und auch, was Sie gesagt haben zur Ausbildung der Mitarbeiter, das können wir auch wirklich nur unterstreichen und 10-mal unterstreichen. Und das ist auch das, was wir von Natur im Garten tun. Wir schauen, dass wir eben die Bauhofmitarbeiter gut schulen und ausbilden. Und freut mich sehr, wenn das die Gemeinden auch annehmen und wenn es dann Früchte trägt. Ja. An der Stelle auch liebe Grüße an den Herrn Tonner, der im Chat, glaube ich, dabei ist, gell, der auch ein paar Fotos zur Verfügung gestellt hat, der Grünraumleiter von Großenzersdorf. Dann sage ich vielen, vielen Dank für diese Einblicke, für die Fotos, genau fürs Interview. Ja, schön zu sehen, was sich tut, auch mit der Baumschutzverordnung bin ich ganz begeistert, sehr vorbildlich. Und so vielen Dank fürs Interview und ganz liebe Grüße nach Großenzersdorf. Schönen Tag noch. Danke, wiederschauen. So, bevor wir jetzt weitergehen, schaue ich mal zur Umfrage. Ja, sie hat funktioniert.
Die Frage war, leiden die Bäume in Ihrer Gemeinde unter den Folgen des Klimawandels? 14% sagen nein, derzeit noch nicht. Sehr schön. 42% sagen ja, ein paar bestimmte. Also der Großteil sagt nur auf ein paar bestimmte Baumarten. 19% ja weniger als die Hälfte des Baumbestandes und 23%, also schon ein Viertel, sagt mehr als die Hälfte des Baumbestandes. Also ja, leider sehr viel. Gut, dann starte ich noch die letzte Umfrage, wenn's, und würde Sie wieder bitten, mitzustimmen. Das ist jetzt eine Umfrage in eigener Sache. Und zwar würden wir gern wissen, ob Sie den Baumnavigator von Natur im Garten für die Baumartenauswahl verwenden. Also ob Sie ihn fallweise verwenden, regelmäßig oder auch noch nie. Bitte ehrlich antworten. Das ist für uns, dass wir mal so einen Überblick haben, wie der angenommen wird von den Gemeinden. Es zahlt sich jedenfalls aus, hineinzuschauen. Und ich schaue mal in den Chat. Genau, das ist eine Frage. Werden die Bäume asiatischer Herkunft von der heimischen Tierwelt angenommen? Fehlende Anpassung. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Es kommt auf die Baumart drauf an. Zum Beispiel die Blasenesche, die Colratera, die ich vorgestellt habe aus Asien, die ist jetzt weniger ökologisch wertvoll, aber der Schnurbaum, der wird schon gut angenommen von der heimischen Tierwelt. Grundsätzlich ist es aber so, dass die heimischen Bäume natürlich einen viel größeren ökologischen Wert haben als irgendwelche fremdländischen. Und wo es möglich ist, sollte man heimische Bäume setzen, weil die eben den größten Mehrwert haben. Wenn es nicht möglich ist, heimische Baumarten zu setzen, dass man sie dann eher im näheren Umfeld orientiert, also Südeuropa, Südosteuropa und nicht gleich über den Atlantik drüber. Und erst wenn das nicht mehr funktioniert, dann eben nach Amerika oder nach Asien. Ich meine, es geht auch immer um eine Vielfalt, aber dass man zumindest schaut, den Großteil mit heimischen oder europäischen Arten abzudecken, weil die den größeren Wert hat. Man kann es jetzt nicht pauschal beurteilen, eben es kommt auf die Baumart drauf an, aber die heimischen sind immer wertvoller. Gut, dann starten wir noch mit dem letzten Teil. Wir sind eh schon fortgeschritten in der Zeit. Ja, was ist jetzt, wenn trotzdem was schief läuft bei den Jungbäumen? Jetzt habe ich mich bemüht, habe alles berücksichtigt und dann geht der Baum trotzdem erst ein. Ja, es gibt mehrere Faktoren, die fürs Baumwachstum verantwortlich sind. Selbst wenn ich die beste Sorte gewählt habe, nur die Sorte allein bestimmt nicht über Verderb und Gedeih des Baumes, so wie es der Herr Wanneck schon gesagt hat, die Bauhofmitarbeiter sind enorm wichtig, aber auch der Standort. Schauen Sie, dass Ihre Bäume wirklich vernünftige Baumstandorte haben, dass die große, dass die Pflanzgrube groß ist, dass das einfach, ich kann den besten Baum ins kleinste Pflanzloch setzen, der wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also der Standort ist enorm wichtig. Dann Bodensubstrat. Der Herr Wanneck hat es auch gesagt, Sie verwenden eigene Baumsubstrate. Da gibt es unterschiedliche, gibt es auch schon ganz viele Produzenten von Baumsubstraten. Es gibt das Schönbrunner Baumsubstrat, das Boko Baumsubstrat. Es gibt viele Stadtgartenämter, die schon ihre eigenen Substrate haben, abgemischt auf den Standort. Ist meistens sehr mineralisch, sehr wenig organischer Anteil, aber dadurch strukturstabil. Also ich habe diese Verdichtungen dann nicht. Und Verdichtungen in einem beengten Wurzelraum ist wirklich ja oft tödlich für die Bäume. Dann natürlich auch die fachgerechte Pflanzung. Und es fängt schon an bei der Übernahme, auch wie es der Herr Wanneck gesagt hat, dass man die Bäume kontrolliert bei der Übernahme. Haben die irgendwie einen Schaden? Haben die, ist der Stamm beschädigt und so weiter? Und die Sorte. Also das alles tragt dazu bei, ob sich ein Baum gut entwickeln kann. Es ist nicht nur die Sorte. Ja, hier sieht man es, der übliche Baum- oder Pflanzgrube ist meistens nicht größer wie 3 Kubikmeter. Und wenn man sieht, wie viel Wurzelraum ein Baum an einem Naturstandort bräuchte oder wie er sich ausbreitet, dann sieht man, dass da noch 15 Jahren wird schon ziemlich eng für den Baum in so einer kleinen Pflanzgrube. Ja, geben Sie Ihren Bäumen einfach unterirdisch wirklich Platz, investieren Sie
in die Baumgruben. Da gibt es einen Gärtnerspruch, der sagt, es ist besser, einen 300-Euro-Baum in eine 600-Euro-Pflanzgrube zu setzen als umgekehrt. Also investieren Sie mehr in die Pflanzgrube als in den Baum. Ja, die ist enorm wichtig. Und für die Pflanzgruben gibt es auch Richtlinien dazu, FLL. In der FLL-Richtlinie steht es zum Beispiel, dass die Baumscheibe, also der durchwurzelfähige Boden soll 12 Kubikmeter sein. Also eine vernünftige Baumscheibe wäre 3x3 und 1,5 Meter tief oder 2,5x2,5 und 1,80 tief. Also das ist wirklich so das Minimum, was man den Bäumen gönnen sollten. Sinnvoller ist es auch, so Baumstreifen zu setzen, wie Sie es hier im Bild sehen, als wirklich so Einzelbaumstandorte, weil das vergrößert den Wurzelraum der einzelnen Bäume enorm, also wenn es geht, auch im Streifen. Und ja, auch wie es der Herr Wanneck schon gesagt hat, wirklich Baumsubstrate verwenden, weil die Straße, also vor allem im Straßenraum, im Parkanlagen brauche ich es nicht oder weniger, aber der Straßenraum ist ein Extremstandort und dass man hier schaut, dass man trotzdem die optimalen oder gerade deswegen die optimalen Bedingungen schafft. Ja, Übernahme bei der Kontrolle, worauf sollten Sie achten, wenn Sie die Bäume übernehmen, ob irgendwelche Risse am Stamm sind, ob Druckstellen am Stamm sind, ob der Ballen okay ist oder ob der ausgetrocknet ist, ob der locker ist, ob der Draht beim Ballen eh nicht den Baum einschnürt, ob die Äste gebrochen sind und auch beim Abladen aufpassen, weil im Frühjahr, wenn man den, also da schält sich die Rinde leicht, wenn man den irgendwie ja, zu grob behandelt, so einen Baum. Also wirklich ja, bei der Übernahme schon schauen, ob der Baum passt, ob man den überhaupt setzen kann oder ob man gleich zurückschickt. Auch auf die Qualität achten, hat er einen durchgehenden Leittrieb, hat er einen schönen Kronenaufbau. Auch hier gibt es Richtlinien dazu, wie eine vernünftige Krone auszuschauen hat. Am besten, Sie schreiben das auch gleich in die Ausschreibung mit rein, wenn Sie Bäume ausschreiben, Bäume laut ÖNORM L1110, dann können Sie es eben oder könnten Sie es, wenn es wirklich gar nicht entspricht, auch beanstanden. Und wenn, so wie der Herr Wanneck gesagt hat, wenn es die eigenen Leute vielleicht nicht können oder dass man es irgendwie irgendeine Fremdfirma beauftragt, die dann die Übernahme macht, also in Großenzersdorf machen sie es natürlich selber, aber wenn man die Expertise nicht in der Gemeinde hat, dass man da vielleicht eine Fremdfirma auch beauftragt. Ja, bewässern ist extrem wichtig, haben wir schon gehört. Der Wurzelball darf nicht austrocknen. Diese 10 Tage ohne Regen, die Faustregel, brauchen die Bäume 100 Liter Wasser. Die ersten 3 bis 5 Jahre sollte man das machen und dann langsam auslaufen lassen. Und ja, in den ersten Jahren auch die Baumscheibe frei halten. Es gibt dann auch so Gießmulden, wie man es hier im Bild sieht, dass das Wasser auch nicht davon sickert, sondern wirklich zu den Wurzeln kommt, Bewässerungssäcke, Bewässerungsrohre. Also da gibt es auch Hilfsmittel. Ja, was man leider sehr häufig noch sieht in den Gemeinden, sind Mähschäden, sieht man wirklich an ganz vielen Bäumen, die sind so leicht zu vermeiden, wenn man da einfach so ein Plastikteil, den Plastikring rundherum gibt, also das ist ein Schutz vor Freischneidern und Mährobotern, aber dann sorgt man sie um die Pflanzgrube, wählt den Baum gewissenhaft aus, nimmt nur ein gutes Baumsubstrat und dann geht er ein, weil Mähschaden passiert ist, also sowas kann man wirklich vermeiden und sollte man vermeiden und das ist eben ja, sehr leicht möglich. Ebenfalls, Herr Wanneck hat es auch schon gesagt, die Anbindung regelmäßig kontrollieren, die darf nicht schüren, nicht scheuern, da habe ich auch wieder Verletzungen am Stamm, also auch sowas, das sind Fehler, die sind wirklich vermeidbar und bitte vermeiden Sie die über sowas, wenn ich dann einmal wie hier im Bild so eine große Wunde habe, dann verkürzt es die Lebensdauer enorm des Baumes. Ja, fachgerechte Baumpflege ist eben der Grundstück für einen gesunden Baumbestand. Wir haben es aus Großenzersdorf gehört, investieren Sie in die Ausbildung der Bauhofmitarbeiter. Es reicht nicht nur, einen Baum zu setzen, einen klimafitten, der muss auch entsprechend gepflegt werden, sonst ja, ist er vermutlich auch nicht zukunftsfähig. Wir haben von Natur im Garten Aus- und Weiterbildungen, jetzt speziell auch einen Zertifikatslehrgang Grundlagen der Baumprüfung und Baumpflege.
Der ist heuer in Tulln. Den haben wir schon zweimal, glaube ich, veranstaltet, ist jeweils im Herbst. Das sind zwei Module, eben eins im September und eines im November. Hier sehen Sie die Daten. Vielleicht kann ein Kollege von mir auch den Link mit allen weiteren Infos zum Lehrgang in den Chat stellen. Und einen Praxistag Baumpflanzung und Jungbaumpflege. Wenn Sie sagen, nein, der Lehrgang ist mir zu lange, ich schicke meinen Mitarbeiter nur einen Tag wohin. Am 18. Oktober, da finden Sie die Infos auch schon auf unserer Homepage, ist ein kostenloser Praxistag, wo Sie wirklich in Kürze das Allerwichtigste über die Jungbaumpflege erfahren. Ja, und setzen Sie sich wirklich mit den Richtlinien und Normen auseinander, eben die es gibt, die Ö-Normen, die FLL-Richtlinien. Es gibt Richtlinien eben auch für die Ausschreibung, was eine gute, wie eine gute Krone auszuschauen hat. Ja, also wenn Sie sich hier informieren, ist das sicher nicht verkehrt. Gut, dann sind wir jetzt schon am Schluss vom Webinar. Ich möchte aber auch noch gleich auf die kommenden Webinare hinweisen. Wir haben im Juli eben ein spannendes Thema, die grüne Beschattung. Da geht es eben um Praxisbeispiele für Kommunalgebäude, also Fassadenbegrünung, Dachbegrünung. Dann im August lebendiges Totholz, wie man die Artenvielfalt in der Gemeinde über Totholz noch steigern kann. Dann im September Schulgärten. Im Oktober haben wir ein Webinar zum Thema Friedhöfe und im November zur Überwinterung von Kübelpflanzen. Und für alle, die noch nicht ganz am Anfang dabei waren, Sie können sich jetzt auch gleich noch anmelden für die nächste Webinarreihe. Ab Juli beginnt eine neue Webinarreihe. Da muss man sich eben auch neu anmelden dazu. Und genau, das können Sie jetzt schon machen, dann bekommen Sie auch wieder die Erinnerung. Gut, ich schaue jetzt, ich sehe, da ist eine Frage noch im Chat. Was bedeutet Baumsubstrat? Ein Baumsubstrat ist ein eigenes Substrat, was man in die Baumscheiben gibt. Das hat gewisse Eigenschaften, das ist eben, hat eine gewisse Wasserhaltequalität oder Wasserspeicherkapazität. Es ist aber strukturstabil und es sind meistens wirklich zu 90% irgendwelche mineralischen Anteile, irgendwelche Schotteranteile in unterschiedlichen Korngrößen, die der Baum durchwurzeln kann, und das wird dann nur mit 10% organischem Material, meistens gibt es unterschiedliche Mischungen, je nach Standort auch, angereichert mit organischem Material. Und so ist der Baum quasi in einer Baumscheibe, die einfach nicht verdichtet werden kann, weil wenn das so ein schottriges Material ist, weil dann ja, ist es eben sicher vor Verdichtungen, aber es hat trotzdem, kann trotzdem Wasser speichern und der Baum hat einfach ja, bessere Voraussetzungen. Und wir haben Partnerbetriebe, wo man Baumsubstrate auch kaufen kann. Ja, gibt es mittlerweile ja schon sehr viele. Eben, ich sage jetzt zum Beispiel nur ja, die Firma Sonnentor zum Beispiel, die Firma Sonnenerde macht auch die Baumsubstrate für die Schwammstadt, aber auch Burkhardt und Schuller in Oberwaltersdorf, Lenkelszinn, um nur ein paar wenige zu nennen, die finden Sie alle auf unserer Homepage, die Partnerbetriebe, die auch Baumsubstrate anbieten. Es zahlt sich aber wirklich aus, hier mit Substraten zu arbeiten. Gut, ich löse noch die letzte Umfrage auf. Verwenden Sie den Baumnavigator und von Naturimgarten www.willbaumhaben.at für Ihre Baumartenauswahl. 52% sagen fallweise, 34% noch nie und 13% regelmäßig. Also der Großteil arbeitet damit, das freut uns sehr. Und die 34, die ihn noch nie verwendet haben, ja, würde ich wirklich empfehlen, dass Sie mal reinschauen. Und auch weil ich zuerst im Chat nur kurz gesehen habe, ob man die Folien zum Nachlesen bekommt. Alles, was ich über die Bäume geschrieben habe in den Folien, ist eben aus dem Baumnavigator. Da sind alle Bäume ganz genau beschrieben mit ihren Eigenschaften. Also das finden Sie alles auch im Baumnavigator. Gut, dann beende ich diese Umfrage. Ja, zum Schluss noch unser Angebot. Ich möchte nochmal auf die Gestaltungsberatung hinweisen, die ich schon erwähnt habe. Also ja, wir kommen auch gerne zu Ihnen in die Gemeinde, wenn es um Baumpflanzungen geht, und schauen uns eben an, welche Bäume hier standortgerecht sind, welche hier zukunftsfähig und sinnvoll sind.
Es gibt aber auch eine kostenlose Pflegeberatung, wenn es jetzt um Blumenwiesenpflege etc. geht. Hier nochmal eben die Links www.willbaumhaben.at und das Ganze gibt es auch für Hecken, www.willheckehaben.at, auch für den öffentlichen Bereich und für den Privatgartenbereich wieder. Wir haben viele fachliche Kurzvideos eben auch zum Thema Baumpflege, Anbindung von Bäumen. Wir haben eben hier den eigenen YouTube-Channel, wo Sie dann eben einfach unter den Suchbegriff Baumpflege, Jungbäume zu den entsprechenden Videos kommen. Ja, wir haben viele Broschüren zum Thema Bäume, Baumpflege, Baumgesundheit, Wert von Bäumen. Und ja, ich darf auch gleich darauf hinweisen auf die ökologischen Pflegefachtage. Die finden ja traditionellerweise im November statt, auch heuer im November. Und da beschäftigt sich der erste Tag von den ökologischen Pflegefachtagen eben mit dem Thema Baum. Es wird sehr spannend, also save the date. Und ja, zum Schluss noch die Grünraumservicestelle, die Sie wahrscheinlich eh kennen, wo man immer anrufen kann, wenn man irgendwelche Fragen hat, auch zum Thema Grünraum. Hier die Telefonnummer dazu 027 42 74 und 3x3. Ja, und ich möchte noch die Kolleginnen vorstellen in der Region, die für Sie da sind, eben in der Region. Das wäre eben die Martina Liel-Reiner in Gänserndorf, der Bernhard Heidler im Mostviertel, Entschuldigung, Felix Hagen in St. Pölten, die Lena Veitschacher in Zwettl und der Philipp Polland in Tulln. Der macht übrigens kostenlose Beratungen zum Thema Gebäudebegrünung. Wenn das ein Thema ist bei Ihnen in der Gemeinde, können Sie sich gern beim Kollegen in Tulln melden, Philipp Polland. Er kommt kostenlos zu Ihnen in die Gemeinde für Gebäudebegrünungen auf kommunalen Flächen. Ja, und ganz zum Schluss darf ich Sie auch noch bitten, den Feedbackbogen auszufüllen, das Padlet. Da können Sie auch Anregungen rein stellen, das Webinar bewerten, auch Wünsche für zukünftige Webinarthemen uns gerne mitteilen. Und ja, wir sind jetzt leider mit der Zeit ein bisschen fortgeschritten, habe ein bisschen überzogen, es tut mir leid. Ich hoffe, es war interessant für Sie, hat mich sehr gefreut, dass Sie zahlreich mit dabei waren. Ja, ich wünsche einen schönen Sommer und sag bis zum nächsten Mal. Danke und auf Wiedersehen.